Ja, ich wollte ein paar erholsame Stunden wieder in der Natur verbringen und mein Frühstück genießen und so und ein Video für euch drehen. Aber wie ihr wahrscheinlich im Hintergrund hört, es ist echt laut hier. Entweder irgendwelche Baumaschinen oder Mähmaschinen oder keine Ahnung. Es ist unglaublich laut. Ja. So, es ist jetzt doch noch ruhig geworden zum Glück. Diese Baumaschine oder was auch immer das war, ist weggefahren. Und zumindest in den letzten Minuten nicht wiedergekommen, während ich mein Brot aufgegessen habe. Also mal toi toi toi. Ja, und ich wollte euch ja heute dann diesen kleinen Erfahrungsbericht geben, wie denn die gestrige Meditation bei mir abgelaufen ist. Die Meditation zur inneren Wahrheit wirklich endlich loszulassen. Und ich muss zugeben, ich hatte eigentlich nicht erwartet, dass allzu viel passiert, weil ich ja in den letzten Tagen schon versucht habe, das mit meinem Vater loszulassen, es sich aber wirklich als zu schwierig herausgestellt hatte für mich. Also ich habe es einfach nicht geschafft, loszulassen. Und ich bin eigentlich dann ohne Erwartung in die gestrige Meditation gegangen. Und wie ich einigen von euch schon öfter mal gesagt habe, das Beste ist, wenn man wirklich ohne Erwartungen in eine Meditation geht, dann klappt es meistens am besten. Der Feind tiefer Erfahrungen sind hohe Erwartungen. Und es war dann auch gestern so, dass es einfach ab der ersten Sekunde unglaublich war. Also ich habe mich hingesetzt auf dem Boden vor meiner Kommode, wo ich halt meine ganzen Edelsteine habe und meine Kerzen und so. Und dann habe ich die Augen geschlossen. Ich habe wieder Kerzen angemacht, habe die Augen geschlossen und habe direkt wieder diesen riesigen Kreis der Meditierenden gesehen. Und nach ein paar Sekunden schon kam ein riesiger oder total gebündelter violetter Strahl aus meinem dritten Auge, aus meiner Stirn. Und ist so schräg nach oben geschossen, wie so ein lila Laserstrahl sah das aus. Und es ist bei allen passiert aus diesem riesigen Meditationskreis. Und diese Strahlen haben sich dann eben gebündelt alle und getroffen. Und aus dieser riesigen Lichtkugel, die da entstanden ist, kam dann eine Frauengestalt hervor. Wie sie sich mir gezeigt hat, war es Lady Gaia, also die Mutter Erde. Und mir ging es, also diese Energie war so stark in dem Moment, dass es sich nicht nur gut angefühlt hat, es war mir auch unwohl dabei, weil es einfach so eine starke Energie war. Und sie hat dann die Hand auf meinen Kopf gelegt und damit so mit dem Handchakra quasi mein drittes Auge bedeckt und hat mir dann ganz viel Ruhe geschenkt und hat über mein drittes Auge quasi die Ruhe in mein Wurzelchakra fließen lassen und ich habe mich in diesem Moment ganz extrem mit Mutter Erde verwurzelt und sie hat mir gesagt, dass das die Verbindung ist, die für mich ganz wichtig ist, an der ich arbeiten muss, nämlich weil mein drittes Auge so aktiv ist, dass ich es mit meinem Wurzelchakra verbinde, sodass ich mein Potenzial und meine Kraft und alles nutzen kann, ohne den Halt zu verlieren. Dass ich endlich mit diesen ganz starken Energien umgehen kann, indem ich eben diese Verbindung spüre, in dem Moment, wo mein drittes Auge aktiv ist, dass auch mein Wurzelchakra in dem Moment aktiv ist. Dass ich also nach oben verbunden sein kann und gleichzeitig unten verwurzelt bin. Und diese Verbindung zu spüren war unglaublich angenehm und hat mir ganz, ganz toll geholfen. Und als ich dann dadurch so gefestigt war, habe ich dann eben auch meinen Vater loslassen können. Und Moment, mein Arm wird schwer. ich habe gerade irgendwo drauf geklickt. Und zwar hat sie zu mir gesagt, dass es ja jetzt Zeit ist, ihn loszulassen. Und ich habe einfach gemerkt, okay, jetzt oder nie, es ist wirklich die Zeit. Und dann sind mir Tränen über die Wangen gelaufen. Es war natürlich super hart. Aber ich habe meinem Vater dann nochmal alles gesagt, was ich ihm sagen wollte. Er hat mir nochmal alles gesagt, was er mir sagen wollte. Und dann habe ich ihn losgelassen und dann ist er
war gerade eine Spinne auf meinem Arm. Die musste ich mal kurz abschütteln, bevor sie an meinem Arm hochklettert. Jetzt wieder auf meinen Arm. So. So, kommt mein Vater jetzt schon als Spinne zu mir. Ja, und mein Vater ist dann, hat sich umgedreht, ist wirklich ins Licht gegangen. Und in dem Moment, wo er ins Licht gegangen ist, hat er sich aufgelöst und wurde Teil von allem. Und in dem Moment war dieser Schmerz des Loslassens weg. In dem Moment war er nicht wirklich weg, sondern er war dann plötzlich, ich kriege ja auch die ganze Zeit, werde ich mit irgendwas bekrabbelt und beworfen. Ich glaube echt daran, dass es mein Papa ist, der mir gerade Nachrichten schickt. Er hat mir auch schon über euch Nachrichten geschickt. Das ist so krass heute. Ja, in dem Moment war er dann wirklich mit allem verbunden. Und Lady Gaia hat mir auch gesagt, dein Vater ist zwar jetzt nicht mehr der Geist, der neben dir steht und mit dem du von Angesicht zu Angesicht redest, sondern dein Vater ist jetzt in allem und du kannst jetzt überall mit ihm reden. Alles, was du an einem Baum sagst, hört er jetzt. Alles, was du an einem Tier sagst, in allem ist er jetzt drinne. Und das war am Anfang jetzt so komisch, so die ersten Stunden danach, weil ich habe immer noch seiner Präsenz gefühlt und die war nicht mehr da, so greifbar. Aber stattdessen konnte ich spüren, dass er halt überall um mich herum ist. Und jetzt ist da wirklich ein innerer Frieden in mir. Ein paar Stunden später, wo ich dann das wirklich greifen konnte, bin ich auch wie daran erwachsen und es ist... Ich hätte nicht gedacht, dass sowas, so ein gewaltiger Schritt dabei rauskommt gestern. Das ist echt unglaublich. Es war auch wundervoll, was ihr mir alle geschrieben habt, die Kommentare von euch. Die haben mir ganz viel Kraft und Mut gegeben, ganz toll. Und heute haben mir auch Menschen geschrieben. Und ja, es ist toll. Wahnsinn. Und ich würde gerne von euch wissen, ob ihr auch, wer gestern habt, ob ihr mitmeditiert habt, ob ihr vielleicht auch irgendwelche Erfahrungen gemacht habt, ob ihr auch Fortschritte dabei gemacht habt, euch von etwas zu lösen. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt so schnell geht. Ich habe gedacht, das zieht sich noch ganz, ganz, ganz lange hin. Aber so ist es ja wirklich oft. Wenn man etwas gar nicht erwartet, dann tritt es plötzlich ein. Ja. Toll. Ah, und eine Sache genau wollte ich euch noch erzählen. Ich habe nämlich gestern, als ich das Video aufgenommen habe und euch das mit meinem Vater erzählt habe, habe ich hier am Bach, im Bachbett, einen Bernstein gefunden. Ja, der ist ganz toll tropfenförmig und ich gucke mal kurz, ob ich den gerade aus meiner Tasche rausfinden kann. So, also der ist nicht geschliffen, also ich habe den noch nicht geschliffen. Aber vielleicht sieht man das. Der hat auch eine ganz tolle Form, wie so eine Hälfte des Yin-Yang-Symbols. Total krass eigentlich. Und die Spinne ist schon wieder da. Ich glaube, die will mir echt irgendwas sagen. Was möchtest du mir denn sagen? Möchtest du mir sagen, dass ich die Angst vor Spinnen verlieren soll? Sieht man die? Wahrscheinlich nicht, ne? Die hier sich gerade abseilt. Was soll ich denn mit dir machen? Da. Voll süß. Ja, der hat hier so eine... Also was hier gerade alles zu mir fliegt und kreucht, das ist unglaublich. So eine Yin-Yang, also eine Hälfte vom Yin-Yang-Symbol, das ist unglaublich und wirklich eine ganz tolle Struktur. Ich muss den jetzt echt mal polieren. Bis auf ein bisschen Luft ist nichts eingeschlossen, also kein Insekt oder so. Und ja, als ich dann diese Verbindung gespürt habe zwischen meinem dritten Auge und meinem Wurzelchakra, hat sie gesagt, ich soll meinen Bernstein nehmen, den ich gefunden habe, und soll den mit dieser Energie aufladen. Und das habe ich dann auch getan. Und der soll mich jetzt immer an diese Energie erinnern. Und sie hat auch gesagt, wie er zu halten ist. Also das Bauchige soll unten sein, die Spitze oben, also quasi so. Ne? Also wenn ich jetzt so von der Seite. Und dass das eben mein Schwerpunkt ist, mein dickes Wurzelgeflecht mit Mutter Erde. Und dass daraus die Energie hier nach oben fließt und dann hier aus meinem
dritten Auge hinausfließt. Ja. Also ich hoffe nicht, dass ihr jetzt irgendwie nach dem Video noch mehr denkt, ich wäre total abgedreht. Es ist, hättet ihr mir das vor 2 Jahren solche Dinge gesagt, oder vielleicht vor 3, 4 Jahren eher, dann hätte ich auch noch gesagt, ja, alles wird gut, ist klar. Aber mittlerweile, ja, also die von euch, die das auch erleben, die wissen einfach, ist, wenn man es erstmal erfährt, dann weiß man halt, dass es wirklich stimmt. Und ja, ich bin einfach froh. Ich fühle mich so viel leichter, ich fühle mich so viel befreiter, so viel stärker. Und es tut so gut. Ich habe natürlich nie gedacht, dass mein Vater loslassen heißt, ihn zu vergessen, aber dass er von dieser einen Präsenz in so eine andere Präsenz so toll übergegangen ist und jetzt wirklich mit allem verbunden sein kann endlich. Das macht mich sehr, 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 sehr glücklich. Ja, ich denke an euch.